Was geht ab, liebe Leute? Willkommen zurück zu Assassin's Creed Syndicate. Krieg ich den noch? Oh, den hat er hier abgestochen. Soll ich mir den noch snappen, Alter? Ja, komm, den hol ich mir mal eben. Und danach machen wir direkt weiter. Warte, ich knall den einfach. So. Oh, no! Wo sind meine Leute? Mach doch mal was jetzt hier. Direkt die mieseste Massenschlägerei aller Zeiten. Ne? Zack. 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 Alles klar. Alles cool. Alles cool. Ruhig bleiben, Leute. Ruhig bleiben. Nichts ist passiert. Ich muss hier weg. Okay. Alles klar. So, wir sind safe. Das sind die Community-Sachen. Ne, scheiß mal drauf. Jetzt mal eben. Richtig dicke. Richtig dicke sogar. Und wir haben dort nur die einzige Mission offen. Machen wir die doch auch mal. Ja. Ey, die Ladezeiten, Alter. Das ist einfach unfassbar. Die kommen richtig direkt aus der Hölle. Vor allem, das lädt in diesem Ladebildschirm. Dann taucht plötzlich ein Bild kurz auf. Und dann ist einfach schwarzer Bildschirm. Und es lädt genauso nochmal lange. Ey, es ist... Sag mal, irgendwie kommt mir das auch so vor, als wenn die... im Laufe des Spiels noch länger geworden. Warum auch immer, aber ich weiß nicht. Ich nicht sicher bin. Das Einzige, wo ich mir sicher bin, dass die Ladezeiten wirklich aus der Hölle sind. Einmal direkt aus der Ladezeit. Videospielhölle. Direkt. So. Nein, wir wollen die Mission nicht machen gerade. Noch ein bisschen durch die Gegend rennen. Warte mal eben. So, ich hatte gerade überlegt. Gerade überlegt, mal zu Eevee zu wechseln. Aber das ist sowieso. Das ist sowieso eine Jacob-Mission, deswegen lohnt sich das nicht. Was geht hier ab, Mann? Machst du meine Gang an, oder was? Zack. Bam. So sieht's aus, Freunde. Boah, 1500, warte mal eben. Dann haben wir jetzt schon 2500. Krass, aber da können wir eh nichts kaufen. Na gut, dann. So, Spaß und Spiele. Jacob und Ralph wollen Chaos verbreiten, indem sie eine... von Sterics Fabriken sprengen. Das klingt nach riesendolle mega Spaß. Und einem mächtigen Badaboom. Na, hier lang, mein Bester. Ich muss dir etwas zeigen. Einsteigen. Wo wollen wir hin? In eine von Starricks Werkstätten, wo Waffen für seine Armee hergestellt werden. Wenn die Welt voller schrecklicher Dinge ist, müssen wir diese Dinge zerstören. Ein Mann wie Starrick errichtet eine Welt um seine eigenen Gelüste herum. Und dadurch verlieren wir die Fähigkeit, selber zu träumen. Deshalb müssen wir... zuschlagen. Genau das. Was es auch kostet. Jede Sekunde, die wir zögern, gibt Starrick mehr Zeit für seine Vision. Ruhig, Mädchen. Ruhig. Okay, dann folgen wir dem mal.
Was für ein Gestank. Aber du siehst doch das Potenzial, guter Jacob. Diese Werkstatt gehört Starrick. Leg das Dynamit und wir sprengen sie in Stücke. Gemeinsam. Ich würd's nicht machen. Ich würd's nicht machen. Pass bloß auf, verdammter Penner! Scheiß drauf. Du kannst dich nicht verstecken. Ich mach euch direkt platt. Ist einfach easier. Ich würd's einfach nicht machen, Alter. Er redet die ganze Zeit von wir, aber nur wir. Jacob macht was. Ich sag's euch so, wie es ist, wa? Aktuell muss ich sagen, gefällt mir Jacob richtig, richtig gut, ja? Eigentlich. Allerdings ist der Typ extrem naiv. Das haben wir ja schon bei dieser Alten gesehen. Und sollte sich das so rausstellen, wie ich es denke, dass Ruff höchstwahrscheinlich auch ein Bösewicht ist und nichts Gutes im Schilde führt mit uns, für uns, das wird mein Ansehen oder das Ansehen von Jacob für mich auch schon wieder sinken. Ich mag das nicht, wenn die so dumm sind einfach nur. Das geht denn schon so ein bisschen in die Arno-Richtung. Der war nämlich auch extrem ein bisschen... So, ja, ich glaube alles, was man mir sagt. Hä? Ach so. Was ist unser Ziel? Deine Augen. Ja. Hey, was geht denn? Es geht ab mit dir, yo! Doch? Ich will das jetzt hier hochspringen. Nummer 1. Kommen Sie doch! Na, wie viele stehen denn hier? Wie viele Leute gammeln hier in der Ecke rum? Was war das für ein Geräusch? Was ist das für ein Geräusch? Bin ich doof? Was ist das? Hört man das? Das hört man. Doch, das hört man. Ja, wie gesagt, So. Wer jemanden so leichtgläubig glaubt, der ist für mich einfach dumm. Tut mir leid. Vor allem, wenn du schon Erfahrung gemacht hast und verarscht worden bist. Ich weiß nicht, ich kann mich natürlich am Ende des Tages, kann ich mich enttäuschen. Das wäre auf jeden Fall eine Überraschung, muss ich ganz ehrlich zugeben. Wenn der uns nicht verarschen will. Weiß ich ja nicht, aber ich rede ja nur falls. Ach so, genau, Leute, ey, interessantes Thema. Wurde auch schon in die Kommentare. Sag mal, wo kommen die denn ständig her? Ich dachte, ich hätte jetzt langsam mal alle getötet, Mann. Es gab jetzt die letzten Tage eine News, dass EA, surprise, surprise, selber gerne eine Assassin's Creed hätte. Und, Moment, mal gucken, was jetzt passiert. Und fertig. Ich muss dazu sagen, finde ich gut. Ich habe auch schon was gesehen oder gelesen, dass es womöglich im Star Wars Universum sein könnte, weil sie ja die Star Wars Lizenz haben. Und ich sage euch so, wie es ist. Ich würde es geil finden. Es wäre auch nicht schwer. Es wäre meiner Meinung nach auch nicht in dem Sinne schwer. Die können natürlich nicht an sich die Story mit dem Animus kopieren, aber die Aufmachung des Spiels an sich ist mittlerweile nicht schwer. Ubisoft macht es auf jedes seiner einzelnen Spiele. Dann gibt es letztes Jahr Shadow of Mordor. Das ist Assassin's Creed im Mittelerde
Ding, nur mit halt einem cooleren Kampfsystem beispielsweise. Und das jetzt mit Star Wars Charakteren. Ja, her damit, sofort, her damit, ganz zu einfach. Das ist meine Meinung nach, das ist, also meine Meinung dazu. Warum nicht? Das wäre sogar richtig geil. Alles vorbereitet. Perfekt! Dann setzen wir jetzt den Plan um. Zurücktreten! Bereit? Warte! Warten worauf? Es sind Kinder da drin. Jacob, mein Freund. Starek lässt seine Waren von Kinderarbeitern herstellen. Wir müssen diese Produktion hier endlich schließen. Aber noch nicht so. Warum nicht? Ich kann tun und lassen, was immer ich will. Schon bald wirst du verstehen, was es bedeutet, so frei zu sein wie ich. Jagt sie hoch, Jungs! Nein! Was zum Teufel tust du denn? Wir spielen jetzt keine Spielchen mehr, Roth. Nein, leider nicht. Wer hätte das gedacht? Was macht der denn da oben? What the fuck is going on, Mann? Kommt her, kommt her. Nee, so geht es nicht. Boah, das sah cool aus. Schön für euch. Und jetzt raus hier. Ihr kleinen Ficker, Mann! Nicht die armen Kinder! Schnell, 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 schnell! Komm schon, Jacob, Jacob! Plötzlich kann er laufen. Ein Geschenk, Sir, von Mr. Ruff. Sie sollten gewarnt sein, Mr. Fry. Wenn sich Roth über einen Mann ärgert, müssen im Allgemeinen viele darunter leiden. Mein lieber Jacob, unglücklicherweise haben unsere gemeinsamen Abenteuer wohl schon ein Ende gefunden. Trotz der kurzen Dauer unserer Zusammenarbeit hat diese dauerhafte Spuren hinterlassen. Ich wünsche dir viel Glück bei allen zukünftigen Unternehmungen. Aufrichtige Grüße, Maxwell. Postskriptum. Ich organisiere heute Abend eine Veranstaltung. Ganz London wird dort sein. Beiliegend erhältst du deine Einladung. Jo. Ja, was soll ich dazu sagen? Ja, ist halt so. Nimm es doch mal bitte mit. Dankeschön. Dankeschön, Dankeschön. Tja, Jacob, was sagst du denn jetzt dazu? Skrupellos hätte er einfach Kinder getötet. Die Raben, beziehungsweise der Rabe, ist der Drohung gegen deine Gang. Du bist. Du tust mir so leid, wirklich ohne Witz. Du tust mir ein bisschen leid. So, mal gucken. Ich gehe mal stark davon aus, dass der Schlagring nicht besser sein wird als unser aktueller. Nee, absolut nicht. Mit dem Steampunk-Paket hast du eigentlich direkt die beste Ausrüstung. Du brauchst eigentlich nichts mehr haben.
zu, ja. Brauche ich gar nicht gucken. Bitte, wenn du erlaubst. Der Zug-Safe ist voll. Ist er das, ja? Waffen. Prügelstrafe. So, bei ihr machen wir das natürlich jetzt auch. Ist ja klar. Umhänge. Tarnumhang. Mhm. Ist das ihr Steampunk-Kostüm? Tatsächlich. Das sieht ja mal richtig geil aus. Oder? Ja, die Farben können wir da nicht ändern. Alter, 21, was geht hier ab? Was ist denn hier los? So, erstmal aufbessern. Erstmal die alte aufbessern hier. So, 6, 6, 6. Level 7 und dann sind wir Level 8. Okidoki. Das ist doch schön. Ja, da brauchen wir noch 18 Punkte, brauchen wir insgesamt. Wir haben 17. Korrekt. Ja, und jetzt würde ich mal behaupten, Schlussakt. Ja, weiß ich nicht. Wo ist denn der Zug schon wieder? Ich bin zu doof, da ist er doch. Dann kriegen wir wenigstens noch ein bisschen Cash. Ja, tut mir leid, Leute, ey, ohne Witz. Da, ich weiß nicht, Naivität kann ich nicht ab. Ich kann es nicht ab, wenn Leute so krass naiv sind. Vor allen Dingen, wenn sie nicht mehr 12 sind oder sonst was, sondern wie alt waren die? 21, glaube ich, beide, wa? Alter, der Typ hat eine Narbe im Gesicht. Reicht es nicht, um zu wissen, oh, vielleicht soll ich ihm nicht trauen. Bin mal gespannt, was gleich passiert. Aber der Schlussakt, wir legen den um, der will uns ausschalten. Der will wahrscheinlich mit einem großen Schlag, das könnte ich mir ganz gut vorstellen, mit einem großen Schlag unsere komplette Gang auslöschen. Ja, weil dann hätte er die Vormacht. Wir haben ihm ja geholfen, die Leute aus dem Weg zu räumen, den anderen Rest. Ja. Nigel braucht Hilfe. Das Kostüm sieht super geil aus bei ihr. Ja. Wieso kriegst du nur 12.000? Ich raff das nicht. Und jetzt, ich bin mir ziemlich sicher, dass ich da mal über 20.000 rausgeholt habe. Hallo, Miss Fry. Ich hoffe, es geht Ihnen gut. Mensch. Greenie. Du weißt doch, dass sie nicht mehr mit dir redet, weil du ein Waschlappen bist. Mensch, du. Dann kann ich auch direkt hier irgendwo aussteigen. Im Prinzip. Ja. Oder? Das sieht doch richtig fesch aus hier. Jo. Oder was meint ihr? Hey, hallo. Seh dich. Ach, das war ein Zivilist, das tut mir aber leid. Das habe ich ja gar nicht gesehen. Ach ja, Leute.
Bin immer gespannt. Tja. Ja, wie gesagt, ey, so ein Star Wars Assassin's Creed wäre super geil. Ja. Wäre super geil. Ist auf jeden Fall auch möglich. Leicht, also die Spielformel ist leicht. Boss halt in der Open World. Viel Sammelsachen. Und genügend Nebenmissionen. Ja, das war's. Das ist die Formel. Es ist grob die Formel. Fertig. Es ist nicht schwer eigentlich. Das Umsetzen und Programmieren und so weiter, klar, das ist schwer, logischerweise, klar. Sagt ja auch niemand was anderes, aber. Ja, schon geil. Ich würde es begrüßen. Ich würde es begrüßen. Nicht, weil ich sage, Mann, Mensch, EA, euch gönne ich es wirklich, sondern erstens, weil sie die fucking Star Wars Lizenz haben. Und zweitens, konkurrenzbelebtes Geschäft. Und wer weiß, vielleicht wachen die mal auf, gegenseitig wachen sie mal auf und sagen, scheiße, Mann, da kommen neue Leute, die wollen mir ans Bein pissen, da müssen wir was machen. Ja, wer weiß. Kann ja sein. Ich würde es begrüßen. Gut, der Schlussakt. Ich muss sagen, die Stiefel und so, nicht du. Ja, den Schlussakt beginnen wir dann beim nächsten Mal, Leute. An dieser Stelle endet es nämlich. Herstellungsvorlage Maximum Dracula. Na, da bin ich mal gespannt. Muss ihn aufschwimmen und ihn eliminieren. Alles klar, Leute. Leute, wir hören uns beim nächsten Mal. Wenn ihr Bock habt, seid dabei. Schreibt mal gerne mal eure Meinung zu dem Thema. Vielleicht ein Assassin's Creed-ähnliches Spiel von EA mit der Star Wars Lizenz. Das ist halt das, was ich gelesen habe. Klar, ist auch klar, dass sowas direkt als Gerücht aufkommt. Man könnte natürlich auch ein anderes Setting nehmen. Aber wenn man die Star Wars Lizenz hat, warum nicht? Und ich schreibe gerne mal auch eure Meinung zur Montur von Eevee rein. Ja, das war's an dieser Stelle. Danke fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst gerne ein Like da, wenn ihr Bock habt. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.